Also die Idee hinter dem Forum war ja, dass die E-Fahrzeuge zwar einerseits zukünftig eine große Belastung für das Netz darstellen können, aber auch eben die Chance bieten, weil man durch die vergleichsweise großen Batterien im Vergleich zu einem Heimspeicher auch die Möglichkeit hat, nennenswerte Energiemengen zu speichern und das dann wieder nutzen kann, um das Netz zu entlasten. Und deswegen Vehicle and Grid, um die beiden eben sagen wir, möglichst in Symbiose zu bringen. Für mich war speziell interessant, die verschiedenen Sichtweisen der einzelnen Akteure zu sehen, den Netzbetreibern, den Ladesäulenbetreibern und auch den Fahrzeugherstellern und vor allem, dass man die verschiedenen Akteure auch in denselben Raum bekommt und dann eben gemeinsam Lösungen diskutieren kann.